Hi Leute, heute geht's um ein totgeschwiegenes Thema. Und zwar geht's heute im wahrsten Sinne des Wortes um den Tod. Und mir ist es immer wieder aufgefallen, ich hatte früher selber viele Probleme damit. Und gerade in unserer Gesellschaft ist der Tod ein sehr verdrängtes Thema. Und das Thema wird erst gar nicht angeschaut. Wie, ja, Schranktür zu, dann ist da kein Müll, dann ist da kein Dreck. Und was in dem Schrank ist, schaut man sich nicht an. Und so können die meisten sich dieses Thema nicht mal anschauen. Und ich denke, gerade heutzutage in unserer Gesellschaft ist es ein absolut wichtiges Thema. Und es wird aus falschen Gründen und aus Ignoranz ständig verdrängt, ohne das jetzt angreifend zu meinen. Im Grunde ist überall ständig Tod vorhanden. Zum Leben gehört der Tod. Leben und Tod ist nicht trennbar. Ohne Geburt gibt es keinen Tod. Ohne Leben kein Tod. Das Leben ist Leben und Tod. Leben und Sterben. So. Und um das Ganze jetzt mal ein bisschen praktischer werden zu lassen. Ist eben so. Es gibt eine körperliche Ebene und eine psychische, eine geistige. Je nachdem, wie man die definiert, die Begriffe. Aber hier in der physischen Welt, in der körperlichen, materiellen Welt, gibt es ständig Tod und Sterben. Und es liegt immer nur im Auge des Betrachters, was Sterben ist. So, wir sehen immer nur, hey, da stirbt jemand und jetzt ist er überhaupt nicht mehr da. So, der Körper ist leblos, aber sein Körper ist ja noch da. Und ist sogar noch teilweise lebendig, Fingernägel wachsen und so weiter. Das Leben verlässt langsam den Körper. So. Und das ist der Punkt. Wenn du in deinem Leben nie was anderes erfahren hast, als eine körperliche, materielle Ebene, dann wirst du immer in Angst davor sein, irgendwas zu verlieren, in Angst davor sein, dass irgendwas nicht mehr so ist wie vorher. Aber die materielle Welt, alles verändert sich ständig und ist in einem ständigen Wandel. Du bist auch nicht mehr derselbe Mensch, wie du mal als Kind warst. So. Im Buddhismus gibt es da zum Beispiel einen schönen Vergleich, den man da gut heranziehen kann. Und das ist der Vergleich mit einer Welle. Es gibt einen Beginn und ein Ende von einer Welle. Wenn du mit dieser kleinen Welle identifiziert bist und denkst, du bist diese Welle und wenn du da irgendwo auf eine Bucht auftriffst, dann stirbst du jetzt plötzlich. Und wenn du nie eine andere Erfahrung gemacht hast als diese schmale kleine Identifikation von der Welle, dann wirst du immer in Angst leben, hey, da vorne zerschelle ich und dann ist es vorbei. Wenn du aber jetzt bewusster wirst, durch gewisse Übungen, komme ich am Ende noch dazu, dann entwickelst du ein Bewusstsein und kannst erkennen, auch jetzt, während du eine Welle bist, während du lebst, kannst du erkennen und kannst du andere Ebenen wahrnehmen und erkennen, dass du Wasser bist. So. Du warst Wasser, du bist Wasser und du wirst immer Wasser sein. Und genauso, wenn die Welle da zerbricht irgendwo an Land, am Felsen, bist du immer noch Wasser. Dir kann in jedem Moment klar werden, dass du Wasser bist. Und wenn du ein anderes Bewusstsein, eine Achtsamkeit entwickelst, dann kannst du langsam erkennen, dass du mehr bist als diese Welle. In dem Moment, wo du erkennst, dass du Wasser bist, hast du keine Angst mehr von dem Tod der Welle. Weil du weißt, du bist vorher und du bist danach. Das ewige Leben, wie es manchmal so schön heißt. Und
Der Tod ist im Grunde immer und überall. Wenn du zum Beispiel ein Samenkorn auch hast. Ein Maiskorn. So, das entsteht jetzt langsam aus diesem Maiskorn, wenn es im richtigen Boden ist. Eine wunderschöne Maispflanze. Aber wo ist das Korn hin? Wo ist das Korn hin? Das Korn musste sterben. Es ist tot, das Korn. Und jetzt ist eine Pflanze da. So, dieses Maiskorn ist nicht mehr da. Es hat sich gewandelt und entwickelt. Und jetzt kannst du vielleicht sagen, ja eben, es hat sich nur gewandelt und entwickelt. Aber so ist es in der Natur, ist es mit dem Tod ja genauso, mit dem Sterben. Die Blätter zerfallen, liegen auf dem Boden und es entsteht daraus, es wird durch Bakterien, Käfer, was auch immer, zersetzt, verarbeitet und es entsteht daraus ein wunderschöner neuer Mutterboden, wo neue Pflanzen, wo mehr Entwicklung, wo es weitergeht. Und genauso ist es der Herbst. Der Herbst ist wohl das schönste Sterben überhaupt. Diese goldenen, leuchtenden Farben. Der Herbst ist wunderschön. So ist alles in der Natur wunderschön, wenn es in einem harmonischen Gleichgewicht und harmonischen Zeitablauf und Prozess abläuft. Das heißt, wenn man es nicht unnötig pusht oder herauszögert und dadurch Leid erzeugt auf einer psychischen Ebene. Und so versuchen wir heutzutage oft festzuhalten und probieren, jemanden noch 3 Monate mit irgendwelchen Geräten am Leben zu erhalten. Um dann noch 3 Monate leiden zu können. Weil man nicht loslassen kann, weil man nur mit dieser schmalen kleinen Welle identifiziert ist. Oft sind diejenigen, die an so einem Punkt sind, ja selber schon so weit, dass sie erkennen, hey, ich mag jetzt loslassen, jetzt ist es soweit, der Natur ihren freien Lauf zu lassen und den Prozessen, die im Gange sind. Und ja, der Herbst ist wohl das schönste Sterben. Ein anderer schöner Vergleich ist mit einer Eierschale. Wenn ein Huhn, ein Küken entstehen soll, dann muss das Ei sterben. Schön finde ich auch den Spruch. Wenn ein Ei von außen zerbricht, dann wird Leben zerstört. Und wenn ein Ei von innen heraus zerbricht, dann entsteht neues Leben. So. Das heißt, wenn jetzt ein Ei zerbricht, dann ist dieses Ei kaputt und zerbrochen und daraus entsteht neues Leben. Wenn die Blätter im Herbst wunderschön fallen, dann fallen die, werden zersetzt und daraus entsteht neues Leben. Es ist ein Kreislauf. Und sobald man nichts anderes wahrgenommen hat in seinem Leben, als diese körperliche, materielle Ebene und so identifiziert ist mit dieser kleinen Welle, wird man leiden. So. Aber du kannst mit gewissen Achtsamkeitsübungen, zum Beispiel einfach Atemtechniken, oder indem du bewusst in den Moment kommst und dir immer wieder bewusst machst, dass alles immer miteinander verbunden ist. Du kannst dir zum Beispiel, bevor du isst, kannst du dir bewusst machen, hey, wo kommt diese Pflanze her, wo ist die gewachsen? Da steckt die Sonne drin, da steckt das Wasser drin. Im Grunde ist alles immer nur aus 5 Elementen aufgebaut. Und die sind in einer bestimmten Grenze, so ein menschlicher Körper, die Grenze. Aber es entsteht aus einem ständigen Wandel der Elemente, die sich in ja, unendlichen Formen manifestieren. Ja, das heißt, Leben ist Sterben. Und wenn du jetzt was isst, dann kannst du dir bewusst machen, hey, in der Pflanze, die du gerade isst, der Apfel, wo ist der gewachsen? Stell dir vor, wie der an dem Baum ist. Da steckt die Sonne drin, da steht das Wasser drin, mit dem man den Baum gießen muss. Und jetzt isst du es. Dann hast du eine ganz andere Verknüpfung und eine ganz andere Dankbarkeit. Genauso mit dem Atem kannst du diese Verbindung wieder schaffen. Dann merkst du, dass du hier nicht alleine existierst. Dieser plakative Spruch, der im Prinzip in jeder Religion enthalten ist, alles ist eins. Über die Luft sind wir alle verbunden.
Das heißt, wenn du irgendwo in einem Saal hockst, du magst vielleicht deinen Nebenmann nicht, weil du mit deinem Körper hier identifiziert bist, aber jeder in diesem Saal atmet die gleiche Luft. Du atmest wahrscheinlich genau die Luft, die er gerade ausatmet. Und so ist alles immer miteinander verbunden. Der Punkt ist nur, dass du dir nicht bewusst bist, dass alles immer miteinander verbunden ist. Dass du dir nicht bewusst bist, dass du Wasser bist und nicht nur eine Welle. So, und mit diesen Achtsamkeitsübungen kannst du das Bewusstsein entwickeln. Anstatt ständig zu verdrängen und einfach das wegzuschieben. Das ist deswegen nicht weg. Du machst nur die Schranktür zu, willst dir nicht anschauen. So. Spätestens am Ende deines Lebens oder wenn in deinem engen Kreis Menschen sterben, wird dir das sehr bewusst werden. Und dann wird es sehr schmerzhaft, weil du es nie angeschaut hast. Dabei ist es immer, überall um dich herum. Ständig stirbt was, ständig fallen die Blätter vom Baum, ständig trittst du auf irgendwelche Insekten. Und so weiter. Was ich da sehr empfehlen kann, sind zum Beispiel die Bücher von Thich Nhat Hanh. Das ist ein buddhistischer Mönch. Ich finde, er schreibt wunderschön und es ist so eingehend und logisch. Und er beschreibt eben sehr schöne Achtsamkeitsübungen, Glocken der Achtsamkeit zum Beispiel. Du kannst dir auch einfach nur, wenn du sagst, hey, du fasst das nächste Mal an deinen Türgriff vom Auto, kannst du bewusst mal einen Atemzug machen. Bewusst mal einatmen, ausatmen, einfach nur spüren, wie die Luft rein und raus geht. Und spüren, dass die Pflanze gerade die Luft produziert, die du einatmest und du nur deswegen leben kannst. Wenn da keine Pflanze wäre, dann könntest du nicht existieren. Und weil wir uns nicht jeden Moment dessen bewusst sind, zerstören wir ständig alle möglichen Pflanzen und ja, fällen die Regenwälder und so weiter, weil wir uns nicht jeden Moment bewusst sind, dass wir ohne das Ganze nicht leben können. Wir verwenden Pestizide, was weiß ich. Es gibt kaum noch Bienen, es werden immer weniger. Aber wir können ohne Bienen nicht leben. Im Moment ist eben der Fakt, dass wenn der Mensch von der Erde verschwindet, blüht die Erde auf. Und die Natur kann wieder aufatmen. So. Wenn die Bienen verschwinden, dann verschwindet alles Leben von dem Planeten hier. Wie ja, Albert Einstein hat das auch schon gesagt. Aber ja, die Bücher von Thich Nhat Hanh kann ich empfehlen. Ich pflanze ein Lächeln zum Beispiel, ist drunter in der Infobox verlinkt. Schaut da mal rein, das sind wunderschöne Übungen, wie du immer mehr in den Moment kommen kannst, immer bewusster werden kannst, dass dir immer bewusst ist, dass du Wasser bist. Genau, das wollte ich heute nochmal loswerden. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, Leute. Ciao.